Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mir wurde mal wieder ein Staubsaugroboter zugeschickt. Dieses Mal der Roborock S5 Max. Ich habe ja bereits einen Roborock und zwar den S5. Mit dem bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Benutze ich mehrmals die Woche und der ist einfach mega geil. Heute werden wir mal den Roborock S5 Max testen und nachher werde ich auch ein kleines Experiment machen. Das wollte ich schon wirklich sehr lange machen und zwar werde ich mal gucken, wie meine Katzen darauf reagieren. Also es gibt ja so Videos im Internet, da fahren die Katzen teilweise auf dem Staubsaugroboter obendrauf. Ich denke, meine werden da ein bisschen zu ängstlich sein. Die müssen sich erstmal an den gewöhnen. Aber wir werden sehen, wie sie darauf reagieren werden. Ich denke mal, das wird spannend. Ansonsten, Freunde, Link zum Roborock S5 Max ist in der Beschreibung. Wir packen das Teil jetzt aus. Lasst noch einen Daumen hoch da. Würde mich auf jeden Fall wirklich sehr freuen. Und mal schauen, was sich alles da drin befindet. Im Lieferumfang enthalten ist hier die Ladestation. Da fährt ihr dann selbstständig dran. Hier haben wir dann noch die Matte, die gehört auch zur Ladestation. Da hat er sozusagen seinen eigenen Privatparkplatz. Dann haben wir hier noch dieses Gerät, das wird einfach so dran geklickt. Das ist der Lappen für die Nasswischfunktion. Die werden wir heute auch mal ordentlich testen. Und ansonsten hier noch Anleitung auf allen möglichen Sprachen, so dass man das Teil auch versteht. Und natürlich das Herzstück, den Roborock S5 Max. Okay, schauen wir uns den mal ganz kurz genau an. Wir haben hier zwei Tasten, einmal Ein- und Aus-Taste natürlich und auch den Startknopf, damit er starten kann zum Saugen. Man muss den nicht unbedingt mit der App benutzen. Man kann ihn auch so benutzen, aber ich kann euch die App nur empfehlen. Damit habt ihr sehr viele Funktionen. Hier haben wir nochmal diese Home-Taste, damit er dann halt wieder zu seinem Parkplatz fährt, seiner Ladestation. Ansonsten hier oben befindet sich der 360-Grad-Sensor. Da misst er die ganzen Räumlichkeiten aus. Ansonsten kann man den hier aufmachen und den Staubbehälter wechseln. Das geht ganz einfach. Zack, rausnehmen. Hier könnt ihr den dann ausleeren. Und ansonsten ist hier noch so eine kleine Bürste dabei. Ah, ich habe mir erst die Fingernägel geschnitten. Die ist jetzt ein bisschen schwer rauszuholen. Damit könnt ihr das dann hier ein bisschen reinigen oder auch die Sensoren von dem Staubsaugroboter reinigen. Stecken wir das hier wieder rein. Geht ziemlich einfach. Hier vorne hat er seine Stoßstange dran, schön gefedert. Falls er irgendwo dagegen fährt, wird auf jeden Fall nichts passieren. Alles sanft, dann hat er hier einen Sensor, hier an der Seite einen Sensor. Unten hat er auch nochmal den einen oder anderen Sensor verbaut, dass der ja nicht die Treppe runterfährt und natürlich, dass der nirgendwo unnötig dagegen fährt. Ne? Ansonsten haben wir hier einen Kehrer. Der wedelt dann alles hier zu der Bürste und die Bürste, die saugt halt alles auf. Die nimmt alles auf, kann man auch ganz einfach hier rausnehmen, dann reinigen oder bei Bedarf auch wechseln. Okay, stecken wir die wieder rein. Und sonst, wenn man hier irgendwas rausnimmt oder so, ihr seht ja, das lässt sich alles wieder kinderleicht einsetzen. Ansonsten hier, seht ihr das? Das bedeutet, der kommt auch sehr gut auf Hindernisse drauf. Wenn ihr einen höheren Teppich habt, wie ich, der hat gar keine Probleme, damit drauf zu kommen. Hier vorne haben wir den Wassertank. Ich drehe den gerade mal um. Kann man auch ganz normal rausholen. Dann hier durch dieses kleine Loch auffüllen. Und der Unterschied zu dem anderen Modell, was ich habe, ist hier beispielsweise, dass der Wassertank doppelt so groß ist. Das bedeutet, er kann länger wischen. Und die Wischfunktion hat auch drei verschiedene Stufen, je nachdem, wie stark man wischen möchte. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, wir fahren jetzt zu meiner Wohnung. Ich bin da momentan am Ausräumen, weil ich werde ja demnächst auswandern. Bett und sowas ist schon alles draußen. Und ihr kennt es bestimmt, unter dem Bett sammelt sich immer so viel Staub, so viel Dreck. Das ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, den Staubsaugroboter zum Einsatz zu bringen. Ja, da fahren wir jetzt hin, testen den mal, dann fahren wir wieder zurück, gucken noch, wie die Katzen darauf reagieren. Also bis gleich. Bin jetzt angekommen in meiner Wohnung. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Also ist nur noch der kleine Nachtschrank hier in meinem Schlafzimmer da. Ansonsten hier der große Kleiderschrank. Den muss ich leider auch noch abbauen. Boah, gar keinen Bock da drauf. Der Staubsaugroboter ist schon vorbereitet. Ich zeige euch ganz kurz, wie dreckig es hier ist. Also ihr seht hier überall sehr viel Staub. Hier liegt auch beispielsweise eine Haarspange. Hier liegt ein bisschen Schokoladenpapier. Da ein Zahnstocher und so weiter und so fort. Das Ganze lasse ich jetzt vom Staubsaugroboter sauber machen und in der Zeit baue ich mir ein Regal ab. Ist auf jeden Fall wirklich sehr praktisch und ich würde mal sagen, wir starten das Teil. Der Tank ist aufgefüllt, der kann dann wieder ganz normal eingesetzt werden. Zack! Und dann darf man hier natürlich den Lappen nicht vergessen, den muss man auch dran klipsen. Wischmodul ist aktiviert, ihr habt es gehört, geht so kinderleicht, ich kann es gar nicht glauben. Hier ist die App, kinderleichte Bedienung, Verbindung, alles ging problemlos. Jetzt starten wir einfach nur auf Reinigen und dann müsste er schon loslegen. Sicherstellen, dass der Wassertank ordnungsgemäß befüllt ist.
So, Freunde, was mir noch richtig gut an dem Roborock S5 Max gefällt, ist auf jeden Fall die App. Die ist kinderleicht zu bedienen. Es ist einfacher, die App zu bedienen, als morgens aufzustehen, wenn euer Wecker um 6 Uhr klingelt und ihr zur Schule müsst. Schule müsst. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal ein paar grundlegende Sachen hier. Bereich gesaugt. Ey, wieso geht der Bildschirm aus? Ah, okay. Hier seht ihr, wie viel er schon gesaugt hat. Der saugt richtig viel, Mann. Also ich kenne niemanden, der mehr saugt als dieser Roboter. 45% Akku haben wir noch. Ihr seht auch, wie lange er gesaugt hat. Hier macht er immer einen Plan, einen Grundriss, was er schon alles gesaugt hat. Ihr könnt ihn hier reinigen, schicken per App, aufladen, schicken. Ihr könnt euch verschiedene Zonen einrichten. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Teppich habt und er soll da nicht drüber gehen, weil ihr die Nasswischfunktion momentan am Laufen habt, dann könnt ihr eine Sperrzone einrichten, dann geht er nicht darüber. Ansonsten könnt ihr einfach hier draufklicken. Dann könnt ihr einstellen, wie stark er saugen soll. Leise, hier gibt's Turbo, hier gibt's Maximum und hier gibt's auch zum Beispiel eine Mittelstufe. Ihr könnt einstellen, wie viel Wasser er rauslassen soll oder das eben ganz ausstellen, wenn ihr keine Lust auf die Nasswischfunktion habt. Ansonsten könnt ihr euch hier vorne einen Timer einstellen. Könnt ihr euch einrichten, ihr geht morgens zur Schule oder zur Arbeit und dann einfach 11 Uhr soll das Ding angehen, was weiß ich, bis 12 Uhr laufen, eine Stunde, könnt ihr alles einrichten, alles kein Problem. Ihr könnt hier auch die Roboterstimme verändern, irgendeine andere Sprache machen, aber Deutsch macht natürlich am meisten Sinn, ne? Reinigungsverlauf könnt ihr hier nachprüfen, wie er das alles gereinigt hat. Ansonsten gibt es hier auch eine Fernsteuerung, könnt ihr so spielen. Werden wir dann auch mit den Katzen machen. Könnt ihr rumfahren, wie ihr wollt. Und ja, also die App ist wirklich sehr bedienerfreundlich. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt nochmal knallharter, todernster Realtalk, Freunde. Ich bekomme zwar ein bisschen Geld dafür, dass ich den Roboter hier vorstelle, aber ich sag's euch, dieser Staubsaugroboter, der ist wirklich richtig gut. Also falls ihr euch einen kaufen wollt, macht ihr auf jeden Fall mit einem Roborock S5 Max nichts falsch, meiner Meinung nach. Das ist meine ehrliche Meinung. Und das sage ich jetzt nicht so, weil ich ein bisschen Geld dafür bekomme oder sowas, sondern wirklich, ich kann euch das Ding nur empfehlen, falls ihr euch sowas kaufen wollt. Links unten in der Beschreibung. Der Staubsaugroboter ist fertig. Ich bin mit meinem Regal auch fertig. Schaut es euch an, Freunde. Sieht doch jetzt schon viel besser aus. Ansonsten kommen wir schauen mal rein, wie viel Dreck der hier aufgegabelt hat aus einem Schlafzimmer. Hey, schrei mich nicht so an. Schaut es euch an, Freunde. So können wir gut reinschauen. Ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge, die er aufgenommen hat. Staubbehälter eingesetzt. Sehr gut gemacht, mein Kleiner. Alles klar, wir fahren jetzt wieder zurück und dann testen wir mal, wie die Katzen darauf reagieren werden. Bis gleich. So, Freunde, ich bin wieder zurück. Meine Katze Bella wird mein Versuchskaninchen sein oder eher gesagt meine Versuchskatze. Ich nehme erstmal ein Leckerli, lege das hier auf den Roboter, damit sie sich so ein bisschen an ihn gewöhnen kann. Ja, hast du gut gemacht, meine süße Bella-Maus. Und dann schmeißen wir den Roboter an. Ich mache auf leiseste Stufe und mal schauen, was sie machen wird. Also beispielsweise bei ferngesteuerten Autos sind die schon immer interessiert. Ich lasse sie erstmal noch ein bisschen schnuppern, dann schmeißen wir den gleich an, Freunde. Reinigung wird gestartet. Pausiert. Fernsteuerung wird gestartet. Oh oh, Bella hat ein bisschen Angst. Ich habe mal eine Idee, ich lege jetzt mein Leckerli auf den Staubsaugroboter. So, legen wir mal schön hier oben drauf. Oh, Bella, hast du Angst, meine Maus? Brauchst keine Angst haben. Hier, komm, kriegst ein schönes Leckerli. Die liebst du doch so sehr, hä? Ne, Bella? Oh, meine Süße, hast ganz große Augen bekommen hier. Also, Freunde, vom ganz normalen Staubsauger haben meine Katzen höllische Angst, aber der ist auch ganz schön laut. Ich habe hier den Roborock auf leiseste Stufe gestellt, so dass er eigentlich wie ein normales ferngesteuertes Auto ist. Aber nichtsdestotrotz hatte Bella doch wirklich sehr Angst gehabt. Bella ist eher auch so die nicht ängstliche Katze normalerweise. Mein Kater Johnny, der ist auf jeden Fall noch viel ängstlicher als meine Katze Bella. Ich glaube, der wäre sofort weggerannt. Ich finde, sie hat sich tapfer geschlagen. Findet ihr das auch?
Ansonsten war es das mit dem Roborock S5 Max. Also nochmal, super Staubsaugroboter. Ich habe nichts zu bemängeln. Bella, du hast auch so gut mitgemacht. Oh, du bist schon eine süße Maus. Ja, Bella sagt tschüss. Tschüss.